Ausgangspunkt war eher so eine romantische Veranlagung, zu sagen, auch mit Andreas Bergmann zusammen, wir wollen im Fußball wieder was machen, ein Projekt, aber was Spaß macht, was sinnvoll ist, wo einfach auch noch ganz viel Fantasie ist. Und dann gab es halt bei Altona die Situation, dass sich ganz viel verändert hat und ein Bedarf entstanden ist. Und wir haben uns unterhalten, haben uns ausgetauscht und haben uns dann irgendwann entschlossen, das zu übernehmen. Ja, das ist natürlich schwer zu beurteilen, weil jetzt seit Monaten nicht mehr gespielt wurde. Tatsache ist, dass die Mannschaft nächstes Jahr in der Regionalliga spielt und wir jetzt alles dafür tun, dass wir eine gute Mannschaft auf den Platz bringen können, die konkurrenzfähig ist und die sich in der Regionalliga stabilisiert. Ja, wir haben natürlich schon angefangen und möchten auch gerne eigentlich das Gerüst behalten, weil es nicht gut ist, einfach jedes Jahr den Kader auszutauschen. Haben schon viele Spieler verlängert und jetzt gucken wir natürlich, dass wir noch den einen oder anderen guten Spieler dazu bekommen. Das letzte Spiel meiner Karriere habe ich hier gemacht. Von daher war das eher auch ein traumatisches Erlebnis, weil ich mich an dem Tag in meinem letzten Spiel hier verletzt habe mit einem Muskelbündelriss, was relativ schwer war. Also man vergisst ja meistens das erste Spiel nicht und das letzte nicht. Und deswegen war das ein Moment, der sich bei mir eingeprägt hat. Und ich habe den Verein dann auch die letzten 10 Jahre verfolgt, begleitet, habe auch meine Masterthesis darüber geschrieben, also im Rahmen meines Studiums auch mich mit dem Verein beschäftigt. Und so ist dann irgendwann der Kontakt entstanden und nicht abgerissen. Und ja, die Sehnsucht, ja, glaube ich, ist bei vielen Menschen im Moment ausgeprägt, abseits des großen Fußballs auch einfach so wieder ein bisschen bodenständigeren Fußball zu erleben und den wollen wir mitgestalten. Ja, das hilft extrem, weil ich natürlich mit ganz vielen Leuten und Entscheidern zu tun habe, die sich vielleicht hier auch einbringen können, aber man auch einfach Synergieeffekte schaffen kann, für alle Beteiligten Leute zusammenbringen und den Verein auch weiterentwickeln, ohne dass man großes Geld einsetzen kann, weil der Personalapparat hier ist überschaubar. Es gibt natürlich keine festangestellten Marketingleute oder andere Geschichten und deswegen muss man halt sehen, dass man kreativ was Gutes schafft und das hoffe ich, dass uns das gelingt. Wir wollen einfach ein festes Mitglied der Regionalliga werden und dafür muss man natürlich auch eine bestimmte Qualität haben. Wir wollen ja auch für die Spieler aus Hamburg und Umgebung vordergründig das Sprungbrett sein, vielleicht über einen zweiten Bildungsweg auch nochmal den Weg in den höherklassigen Fußball zu schaffen. Also wir haben 2 NLZs vom HSV und von St. Pauli. Wo man natürlich auch den einen oder anderen noch finden kann. Es gibt viele Vereine in Hamburg, die super Arbeit machen. Also das Potenzial ist da, ohne dass man jetzt jemanden aus Süddeutschland oder von sonst woher holen muss. Es gibt leider keine Lösung mehr. Deswegen muss man jetzt natürlich sehen, dass man die Zukunft gestaltet und den Weg ins neue Stadion so gestaltet auch, dass man das Gefühl hat, man ist vielleicht gar nicht weg. Also das geht natürlich irgendwie nicht so richtig. Es muss ja was Neues sein, aber wir müssen alle mitnehmen, die uns hier auch unterstützen. Und das wird eine schwere Aufgabe, aber wichtig ist, dass man alle mitnimmt und im Dialog bleibt. Und vielleicht gelingt uns das dann auch wieder was Einzigartiges wie die AJK auf die Füße zu stellen. Also ich habe mich ja ganz bewusst dafür entschieden, das auch jetzt in der Form so zu machen, weil mich der große Fußball im Moment nicht so reizt. Also das ist eher was Romantisches hier und habe das ja auch ganz bewusst mit Andreas Bergmann zusammen angefangen, weil wir uns darüber schon jahrelang unterhalten haben, worauf wir richtig Lust haben und das ist das, was wir hier finden. Ja, erstmal muss man mal gucken, wann sie überhaupt anfängt. Damit geht es ja schon mal los. Natürlich ist das ein Erfolg, wenn wir
wenn wir dann auch im Jahr darauf in der Regionalliga spielen, nach allem, was so in den letzten Jahren passiert ist, wollen wir natürlich keine Fahrstuhlmannschaft sein und wir wollen in der Regionalliga auch in der übernächsten Saison spielen.